nach längerer Abstinenz melden wir uns endlich wieder zurück mit einem neuen Video auf unserem Kanal. Es war die letzten Monate ein bisschen ruhiger bei uns. Wir haben aber sehr fleißig an diversen Projekten gearbeitet und in Zukunft wird es auch hier wieder vermehrt Content geben. Wir haben einige tolle Sachen vorbereitet, aber da will ich gar nicht lange drüber reden. Kommen wir gleich zum Thema des heutigen Videos. Wir sind wieder in Nikosia unterwegs. Wir haben hier schon einmal ein Video gemacht, und zwar, wo wir so einen Walkaround durch die Südseite von Nikosia gemacht haben. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, blenden wir euch gerne hier ein. Wir gehen heute auf die Nordseite, auf die türkische Seite. Wir haben jetzt circa einen 5 Minuten Walk bis zum Grenzposten. Let's go! So, knapp 10 Minuten Fußmarsch und wir sind jetzt hier an der Grenze. Scheinen einige Leute schon hier zu sein. Mal schauen, wie lange wir jetzt drüber brauchen und ob das Ganze smooth vonstatten geht. Aber ich denke, wir brauchen hier nur unseren Reisepass bzw. einen Personalausweis und dann müsste das jetzt relativ zügig gehen. So wie es ausschaut, ist zurück. Die Südseite ist länger zu warten. Hier gibt es noch einen zweiten Check. Zweiten Passport Control. Also der Grenzübergang hat jetzt ein paar Minuten gedauert, war echt nicht wild. Und jetzt sind wir hier auf der türkischen Seite. Man merkt direkt, das ist ein komplett anderes Flair. Überhaupt gleich, wenn man jetzt hier reinkommt, haben wir hier die Ultra-Designer-Straße. Da gibt es alles von Louis Vuitton über Gucci, die feinsten, neuesten Schnitte. Auch Rolex, wie man gesehen hat, hier verfügbar, was es sonst nirgends auf der Welt gibt. Also schon ganz, ganz eine andere Situation hier als im europäischen Teil. Nee, also mit dem ganzen Fake, man muss echt aufpassen hier. Man kann zwar günstige Fakes kaufen, aber beim Grenzübergang, auch wenn man über den Grenzübergang vielleicht drüber schafft, man muss wirklich auf den Flughäfen aufpassen, wenn sie einen mit so einer gefakten Louis Vuitton-Tasche oder so ja jetzt aufklatschen quasi, weil du zahlst gleich mal ein paar tausend Euro Strafe. Also das ist das wirklich nicht wert, nur ein bisschen zu flexen. Was auch vielleicht noch interessant ist, wir brauchten keinen Covid-Test mehr, das ist jetzt seit ein paar Monaten so, also früher musste es noch mit dem Covid-Test, man muss jetzt einen Covid-Test haben, um über die Grenze zu kommen, das ist jetzt auch flach gefallen, also wie gesagt, ein einfacher europäischer Personalausweis oder ein Reisepass, das reicht und bis ein paar Minuten drüber. Im Hintergrund hier sieht man die Selimiye-Moschee. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eines der Sehenswürdigkeiten hier. Wie man leider sieht, wird hier gerade gebaut und renoviert. Also wir werden jetzt mal drum herum gehen und schauen, ob wir da noch ein bisschen mehr sehen. Was ich zu dieser Moschee sagen kann, sie wurde ungefähr 1209 erbaut. Es war ursprünglich eine Kathedrale, die sogenannte Sophien-Kathedrale. Und ist dann später quasi in eine Moschee umgewandelt worden. Und ja, wir gehen jetzt mal rum und schauen, ob wir da noch was erkennen können. So wie es ausschaut, kommen wir da jetzt auch nicht rein, ist alles abgeschottet, aber egal, wir gehen weiter.
Erkundungstour durch die City da jetzt weitergeht, werden wir uns als erstes mal ein bisschen nationales Geld besorgen, denn mit Euro schaut es hier nicht gut aus und ich traue mich wetten, dass so das ein oder andere Café hier keine Kreditkarte akzeptiert. Also ab an den Geldautomat. Also wir haben jetzt hier gleich mal 100 türkische Lira. Dann schauen wir mal, wie viel wir dafür bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie viel da was wert ist. Haben wir uns sehr gut informiert. Okay, weiter geht's. Was einem hier relativ schnell auffällt auf der türkischen Seite ist, wie viel diese Spaltung über 50 Jahre wirklich ausgemacht hat. Wenn man sich hier mal umschaut, das ist sehr heruntergekommen. Das ist überhaupt kein Vergleich zur Nordseite, kein Vergleich zur Südseite, genau. Man sieht direkt die Unterschiede zu, ja, also was Türkei oder Europa, EU in dem Fall, ausmacht. Also es hat hier schon seine schönen Fleckchen, nicht falsch verstehen. Aber wenn man sich das hier anschaut, sehr heruntergekommen, das siehst du auf der Südseite eher selten, sagen wir mal so. Okay, da ist aus. Da geht's wieder zurück. Nachdem wir jetzt gerade bemerkt haben, dass 100 Lira irgendwie 5,50 Euro sind oder sowas, war jetzt nochmal am Geldautomat und habe nochmal Nachschub geholt. Wir werden uns jetzt das erste Mal ein kleines süßes Café suchen und dann mal etwas über diesen Markt erfahren, wo wir jetzt gerade drinnen waren. Über den habe ich nämlich tatsächlich noch nichts gelesen. Also, wir sehen uns gleich im nächsten Café. Informationen über diesen Markt herausgesucht, wo wir vorhin gerade durchspaziert sind. Und zwar ist das der Belediye Pazarı. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das war vor dem Konflikt der wichtigste Markt hier im Norden von Nikosia. Da hat man von Obst, Gemüse, Milchprodukte, auch über Haushaltswaren alles bekommen. Und das war zusätzlich auch noch ein sehr wichtiger Versammlungsort für die Menschen. In den 1970er Jahren, wo dann der Zypern-Konflikt war, wurde das Ganze dann nicht mehr genutzt, weil es eben direkt an dieser Grenze gelegen ist, wo die Kämpfe waren, und damit war es halt ein sehr, sehr unsicherer Platz. Und im Jahre 2010 wurde der Markt dann überhaupt komplett geschlossen, wurde dann 2012 und 2013 renoviert und ist heute wieder zugänglich. Das Ganze befindet sich ganz in der Nähe von der Selimiye-Moschee. Jetzt schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an in der City und dann geht's gleich wieder los. Wir stehen jetzt in einem der schönsten Gebäude der Insel Zypern, und zwar in der alten Karawanserei, dem Büyük Han. Das Ganze wurde 1572 von den Osmanen erbaut, hat dann danach auch als Zentralgefängnis von Nikosia fungiert, und in der Zeit danach war es eine Herberge für bedürftige Familien, die hier sehr günstig eine Wohnung mieten konnten. Und heute ist das Büyük Han eines der berühmtesten Sehenswürdigkeiten hier in Nikosia. Es befindet sich im unteren Stock ein Hofcafé und hier im Obergeschoss befinden sich sehr viele kleine Handwerksläden. Das ist nämlich hier so, es dürfen nur Waren verkauft werden, die auch von Hand hergestellt worden sind. Alles andere darf hier laut Gesetz nicht verkauft werden.
Dirkplatz, und zwar am zentralsten Punkt des türkischen Stadtteils von Nikosia. Hinter mir könnt ihr eine venezianische Säule sehen, die seit 1915 hier an diesem Platz steht. Unter anderem ist auch hier das türkisch-zypriotische Zentralgericht. Auf der anderen Seite sieht man gleich ein Casino, eine Universität ist hier. Banken sind hier, Cafés sind hier, und es ist auch der letzte Platz heute für dieses Video. Also wir haben uns heute hier in der Altstadt vom türkischen Teil aufgehalten. Man kann natürlich auch hier noch viel, viel mehr sehen, aber ich hoffe, wir konnten euch trotzdem einen kleinen Einblick geben. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück auf die Südseite, und wir würden uns natürlich extrem freuen, wenn ihr uns wie immer ein Abo dalässt, einen Daumen nach oben und nicht vergesst, die Glocke zu aktivieren, denn so wie der Mario vorher schon gesagt hat, in Zukunft kommen wieder einige interessante Dinge hier auf unserem Kanal. Dementsprechend sage ich, bis zum nächsten Video, danke fürs Zuschauen und bis dann!